Ja, hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute soll es um die Überraschungspakete vom Burning Airfield bzw. um die Überraschungspakete von knallköppe.com gehen. Die sind mittlerweile auch schon ausverkauft, aber ich dachte, das ist trotzdem mal ganz interessant zu sehen. Ich habe selber auch noch nicht reingeschaut. Die haben jeweils einen Wert von 50 Euro. Ich habe zwei bestellt, insofern 100 Euro. Ja, beziehungsweise was heißt Wert? Nach dem Video von Great Fireworks kann es ja auch gut aus möglich sein, dass da auch ein höherer Wert drin ist, was ich natürlich sehr begrüßen würde. Aber das werden wir jetzt gleich sehen. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß. Falls ihr mein Bestellvideo noch nicht gesehen habt von knallköppe.com, ich verlinke euch das hier nochmal irgendwo in irgendeiner Ecke. Ja, schaut auf jeden Fall nochmal rein und ja, dann geht's jetzt los. So, dann fange ich mal an. Lasst euch nicht ablenken von dem Zeug, was da noch im Hintergrund steht. Das ist noch aus dem Bestellvideo. Habe ich noch nicht weggeräumt. Okay, ich sehe schon, das geht schon so wahrscheinlich auf. Das kommt uns hier als erstes entgegen an der Seite. Oha! Direkt ein Set Kaltstart von Pyroland. Da freue ich mich auf jeden Fall schon mal sehr. Das ist hier richtig geil. Ja, die habe ich tatsächlich nämlich nicht mitbestellt gehabt in meiner Online-Bestellung. Und das kommt sehr gelegen. Wirklich sehr, sehr gute Raketen. Ich lege sie mal hier hinten hin. So, dann, was haben wir hier? Okay, und zwar die Goldrübser. Habe ich erst letztens ein Video von Fireworks and Balloons zugesehen. Das sind ja die Batterien von Röderfeuerwerk, soweit ich weiß. Also so leise Batterien sollen das sein. Ja, genau, von Röderfeuerwerk steht auch drauf. 25 Schuss, 150 Gramm NEM. Jo, war ganz gut. Und jetzt auch von Röder Feuerwerk Kometenschauer. Kenne ich ehrlich gesagt gar nicht. Okay, dann von Pyroland die Tunkel 26. Okay, die sagt mir jetzt ehrlich gesagt auch nichts. Aber umso besser, dann kann ich die für mich selbst auch testen. Und hier der Mettwurst-Spatz. Also Marketing bei Pyroland. Geile Sache, also wirklich, die haben so geile Batterienamen teilweise. Ja, okay, in Klammern mit Butter. Ja, habe ich auch schon gesehen. Ist auch ganz cool, ganz coole Batterie. Jo, ach, hier steht sogar dabei, das ist mir noch nie aufgefallen bei den Batterien, dass die eine externe Stabilisierung erfordert. Okay, nee, das habe ich tatsächlich noch nie gelesen. Naja, machen wir mal weiter. Okay, dann haben wir hier noch einige Sticker. Burning Airfield Feuerwerkspaket. Da gibt es tatsächlich Sticker zu. Ganz witzig. Okay, naja. Auf jeden Fall einige Sticker. Nochmal so eine Postkarte. Ich habe das Ganze ja auch doppelt. Deshalb wahrscheinlich auch doppelt an Merchandise dabei. Dann ein Einkaufschip von Nico Feuerwerk. Der wird auf jeden Fall verwendet für die Einkaufstour, die dieses Jahr folgen wird. Ja, dann mal wieder ein paar Kondome. Auch nicht schlecht. Achso, und hier sogar Gleitgel. Nicht schlecht, nicht schlecht. Okay, dann die Rocket Party von, ich hoffe man sieht's, von Star Trade. Habe ich selber auch noch nie gezündet. Wiegt auf jeden Fall gefühlt gar nichts. Okay, dann haben wir hier die Mariquitas von Elgato. Das sind, soweit ich weiß, so aufsteigende Marienkäferwirbel, sage ich jetzt einfach mal. Sehen auf jeden Fall ziemlich witzig aus. Haben, glaube ich, auch so einen schrillen Pfeifton dabei. Ja, dann haben wir hier, glaube ich, Bombenrohre. Golpe Areo vom Hersteller, ach, ist auch wieder Elgato. Kenne ich persönlich auch noch nicht. Generell die ganzen Artikel von Elgato kannte ich vor diesem Jahr eigentlich so gut wie gar nicht. Ich habe ja selber die Terremoto zum Beispiel von Elgato bestellt. Also ziemlich geile Artikel. Auf die Bombenrohre bin ich natürlich auch sehr gespannt jetzt. Jo.
Dann nochmal Rocket Party. 12 Raketen von Star Trade. Okay, dann ein ziemlich witziger Pyroland-Artikel. War ich auch so, habe ich schon live gesehen. Ja, so Kubis mit, sag ich mal, Crackling-Effekten, verschiedenen Farben. Ja, die haben auf jeden Fall ihre Verwendung. Richtig coole Teile eigentlich. So, dann Raketenset. Ich glaube, das gleiche hatte Great Fireworks auch schon in seinem Überraschungspaket von Nico. Ein ziemlich schönes Set, optisch finde ich zumindest. Ob die Raketen tatsächlich auch so gut sind, werde ich mal für euch testen. Und dann erwartet uns schon die Silver Ice. Damit habe ich auch tatsächlich gerechnet, dass sie in diesem Paket dabei ist. Richtig, richtig schöne Batterie. Richtig schöne Fächerbatterie. Okay, dann hier vorne haben wir noch mal ein bisschen Merchandise. Ich hole das mal eben raus. Ein Luftballon. Dann, okay, noch mehr Kondome. Scheint anscheinend im Trend zu sein. Nochmal Gleitgel. Ja, dann hier ein paar Kugelschreiber. Auch nicht verkehrt. Dann haben wir, glaube ich, nochmal so ein Breslauer Feuer. Genau, von Pyroland. So, nochmal ein Breslauer Feuer in Blau. Das war gerade in Grün, das andere. Ich werde das Ganze gleich auch nochmal aufstellen in Schön. Jo, und nochmal die Marienkäferflieger, sage ich mal, von Elgato. So, und dann als letzter Artikel nochmal eine schöne Fächerbatterie. Und zwar die Hardcore-Fan von Nordlichtfeuerwerk. Ja, ist so eine Crackling-Batterie mit blauen Sternen beim Zerleger. Hat auch eine ziemlich heftige Ausbreitung. Und ja, ist auch echt eine Top-Batterie. Oh, jetzt seht ihr nochmal die Gesamtübersicht aus den Überraschungsboxen. Also, wie ich finde, eine richtig schöne Zusammenstellung. Auch sehr verschiedene Artikel aus allen Produktbereichen dabei, sag ich mal. Wir haben Single-Shots, Batterien, Raketen, Leuchtfeuerwerk ist mit dabei. Also selbst wenn man jetzt nur diese Überraschungsbox zu Silvester hat, eine sehr gute Mischung, wie ich finde. Und ja, ich bin da sehr zufrieden mit. Ich denke, vom Wert passt das auch auf jeden Fall. Und ja, das soll es dann mit dem Video gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, aktiviert die Glocke und bis dahin, euer Sutze. Get down to the B-side.